Hallo zusammen, wir sind heute hier in Aying und der DEMAP 2025 steht an und deswegen trifft sich unsere Jury gerade, berät sich, die Köpfe rauchen und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Es ist so eine berührende Sache, dass KollegInnen sozusagen die Werke von anderen KollegInnen wertschätzen und das mit einem Preis zum Ausdruck bringen. Ich freue mich sehr auf den Austausch, auch gerade mit denen, die für die Kategorien da sind, mit denen ich selber nicht so vertraut bin. Allein, dass zwischen U- und E-Musik ein Austausch herrscht, generell mit anderen Kunstschaffenden irgendwie einen Tisch zu teilen und irgendwie Gedanken auszutauschen, ist immer ein schöner Prozess. Also ich freue mich ganz besonders auf Neues, was ich noch nicht kenne. Deswegen versuche ich, vielleicht sogar so zu hören, dass ich gar nicht so darauf achte, ob irgendwie das bei mir klingelt oder ich eine Assoziation zu dem Artist habe, sondern einfach unbefangen zu hören. Es macht auf jeden Fall Spaß, so, sich mit dem allen mal intensiver auseinanderzusetzen, was man so im Alltag vielleicht nicht macht. Die Juryarbeit ist schon in vollem Gange, aber wer hat überhaupt das Zeug zum Preisträger? Da hat jedes Jurymitglied ganz eigene Kriterien und das erzählen die euch am besten gleich selbst. Wichtig ist auf jeden Fall ein gewisses Qualitätslevel natürlich. Dann auf der anderen Seite, dass man konsistent einfach am Start ist und Releases hat. Und auf jeden Fall auch wichtig den Einfluss, den man generell kulturell hat. Eine eigene Sprache, die sich auch traut, innovativ zu sein. Das Dramaturgische. Eine frische, eine unkonventionelle Art und Weise, eine Ehrlichkeit. Gefühl, Gefühl, Gefühl. Und es geht schon darum, dass die Leute so eine gewisse Innovationskraft mitbringen, dass die Impulse geben. Ich denke, es geht schon um Persönlichkeiten, die in ihrem Werk eine musikalische Handschrift entwickelt haben. Und da werden wir eine Auswahl treffen. Jeder weiß, was Musik nicht ist. Aber keiner weiß, was Musik eigentlich ist. Und das war jetzt hier auch wieder so in der Diskussion, nicht? Also wir haben immer sozusagen uns unterhalten, ja, was ist jetzt der Sinn dessen, was wir gerade hören? Oder worum geht's da? Also das fand ich spannende Diskussion. Ich glaube, ich lasse mich einfach inspirieren und eben folge dem Gefühl und guck mal, was mich am meisten erreicht. Ja, es war total spannend, natürlich bei so Genres, mit denen man erstmal keine Berührungspunkte hat, auch so eigene Vorurteile aufzubrechen, auch zu sehen, wie bei den anderen auch Vorurteile ins Wanken kommen. Und dieses Miteinander, das habe ich hier in diesen Tagen wirklich als was sehr Bereicherndes und was sehr Schönes erlebt. Das ist natürlich toll, unsere KollegInnen zu ehren und das ist irgendwie eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, wir sind dankbar dafür, glaube ich, ne? Ich finde es wichtig, dass wir gerade in der heutigen Zeit der absoluten Digitalisierung und des Streamings, wo alles verfügbar ist, den Wert für Musik und Kultur wieder auf den Sockel heben. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass die GEMA diesen Preis eingerichtet hat. Denn die Kreativität ist eine der wichtigsten Sachen, die wir in unserem Leben haben. Und Kultur zeichnet uns aus. Denn ohne Kultur wären wir alle nur Tiere. Dieses geistige Schaffen von Werken ist extrem wichtig, immer noch heute. Egal, ob man da jetzt an einem Keyboard sitzt oder an der Gitarre oder ob man tanzt oder ob man Kostüm anhat. Es geht erstmal alles im Kopf los. Und das ist sehr wichtig bei diesem Preis, finde ich. Das war die Jury-Sitzung für den Deutschen Musikautorinnenpreis 2025. Danke fürs Zuschauen und wir freuen uns schon auf die Preisverleihung am 27. Februar 2025 in Berlin.